Auf ein neues Samstag. Ja, ich musste nicht zur Schule fahren. Ich konnte ein bisschen länger liegen bleiben. Das hat mir gut getan. Ich habe gestern sehr, sehr lange geschnitten. Weil ich zwei Sachen produziert habe. Und einen sehr langen Vlog hatte. Und ach, naja. Habt ihr ja gesehen. Oder werdet ihr gleich sehen. Papa! Papa! Keiner was geschrieben. Papa! Vor drei Papa. Stunden erst hochgeladen, naja. Papa, deine Mütze. Papa, deine. Papa, meine Mütze. Genau, meine Mütze. Ja, deins. Ja, meins. Der gehst du ja immer voran. Der gehe ich voran. Ja, 74 Leute haben sich schon angeguckt. Oder sind gerade dabei. Das ist allerdings erst vor drei Stunden hochgeladen worden. So lange hast du damit beschäftigt? Ja, naja, es dauert immer noch eine Stunde, anderthalb Stunden zum Hochladen. Okay. Meine Babybande. Doch, zählt meine Babys, da. Babybande. Die eine Tüte hat. Ich werde jetzt zum Arzt gehen mit meiner Blutwerte. Nein, ich bin nicht. Nein. Ich bin nicht zum Arzt. Meine Kiste weg. Ja, bitte. Ich geh mal kurz her. Ja. Also mal gucken, wenn es aufgeklärt. Mann, wie das hier unten aussieht, ey. Ja. Ja, die Schränke können wir heute hochbringen. Denn. Ja, die musst du erstmal unten sauber machen. Ja. Will ich, dass du den draußen sauber, also nicht hier was, unten, aber hier draußen. Kannst du mal ausmessen? Ich habe jetzt kleine Schubfächer gesehen. 29 mal 29 mal 29. Naja, jetzt könnte sie ja laufen. So, was mache ich denn jetzt? Ich will das Kabelbinder ruhig. Hab ich. Schlüssel habe ich. Aber diese Halterung hier, die halten nicht sehr gut. Diese Boote, die reißen hier oben weg. Ich sehe mein Kabel, wenn der jetzt rum. So, jetzt suchen wir noch einen Rack aus mit Kindersitzhalterung und dann habe ich alles vorbereitet für heute. Da kommt einer. Ein Wölfchen. Ah. Ah. Alles überlebt? Ja, ja, was ist das? Alles. Ah, ah. Nee, Alex hat mich jetzt abgenommen, auf einer neuen Kunden kennengelernt. Angriff auf die Plans. Ja, das ist doch, das passt schon mehr. Das ist ja nicht. Ist das? Ich komm später wieder. Wolfgang, wir sehen uns. Muss erstmal wach werden. Ach ja, 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 ich sehe schon. Ich auch. Mama, müsst ihr im Moment kommen. Dann wollen wir ja zusammen frühstücken eigentlich, ne? Deswegen einfach. Also es ist nicht einfach nur willkürlich, Nuki. Wir wollen zusammen frühstücken und deswegen. Und dann seid ihr immer sehr schwer zu bewegen. Soll ich dir dann einen Tisch machen? Hängst du mit einer Frühstück? Ja, ihr frühstückt doch mit. Ich meine, wir gemeinsam. Ich weiß, aber willst du denn auch einen Tee trinken? Ich kann dir dann gerne einen machen. Ein Raubvogel.
Ja. Cool, ne? Mhm. Morgen. Morgen. Hören Sie jetzt zu dem Bescheid? Nee, klau grad was. Ich bin gerade neu hergezogen, kleine Geschichte dazu. Hab was zu verkaufen. Kleine Schmuckstück. Was denn? Ein Fahrrad. Ein Fahrrad? Ich habe meine Ex-Geschenk gekriegt. Ich bin mit ihr seit einem Jahr nicht mehr zusammen. Ich bin weggelaufen. Und für mich ist das einfach nur so. Ich habe noch so einen Beak-Schmuser. Damit komme ich besser in der Stadt klar als mit dem Ding. Und ja. Keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Direkt hier vorne. Direkt hier vorne. Tada! Was ist das? Ford. Ja, ein Ford. Ein paar Zusatz- Ford Frames Racing Technology. Ein paar Zusatzteile dazu. Für mich ist er echt nichts. Der ist zwar schön schnell und so, aber fürs Ziel ist er echt. Meine Güte, meine Güte. Was kostet das Ding? Kann ich dich selber schlau machen? Hä? Also ich habe es zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Ne? Die haben gesagt, war teuer, ich soll drauf aufpassen. Was willst du machen, was willst du haben dafür? Ich weiß nicht, wie das bei ihnen aussieht. Wie man die Preise bezahlen oder... Die müssen natürlich auch was verdienen, das ist klar. Die Apfel und Ei würde ich gerne nicht wegziehen. Hier, das kommt vom Aufhänger. Das ist immer so aufgehängt, dass man gegenknallt, schon mal mit dem Kaffee und anderen. Dann kann man sich dann da unterhalten, auf 100 Euro. Ich habe bei eBay nachgeguckt, aber ich sag mal, bei eBay, Internet, das ist eine Menge viel wert. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ohne Reifen, ohne Höhenmatten, ohne Felgen. Moin, moin. Ja, ich sage, ich kriege auf jeden Fall. Der ist echt schön schnell und so, aber für die City, ey. Das sind ja so die erste Anlaufstelle, wo ich bin. Ja. Und da ist jetzt nur morgen aufs Fahrrad, gucken wir schon rum, wo was los ist, die erste Anlauf. Ja. Heißt ja auch nicht gleich, dass wenn sie jetzt zum Beispiel, weiß ich, einfach sagen, dass okay, alles klar, einverstanden. Vielleicht sage ich, ich drehe noch mal eine Runde, guck vielleicht noch mal beim anderen Geschäft vorbei, gucken, was die für einen Text raushauen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich direkt bei erstbesten Möglichkeit sofort hier Bargeld her. Nein, so ist nicht. Das wäre schon okay. Ich will ja auch nicht ruhig gucken. Aber so ist eine halbe Frage. Das Problem ist einfach, dass man hier ansieht, dass du konsument bist. Krassbock, ja. Dann sieht man halt und dann kommt du. Leberzirrhose mit dem ärztlichen Behandlung. Und dann kommst du wegen dem Masterplan, das ist halt schwierig. Das heißt, ich sag's dir so wie das. Würde ich das auch ankaufen, aber so ist es mir halt so nicht. Ich schmeiß das Geld auch nicht gerne einfach weg. Und selbst wenn es nur ein Puffy wäre, sag ich mal, weißt du? Ich schmeiß das nicht auf die Straße oder da habe ich keinen Bock. Weißt du? Sonst fahre ich nochmal nach Hause, guck auf die Fotos raus und dann komme ich nochmal wieder. Dann weiß ich auf jeden Fall jetzt, wenn ich mir die Fotos zeige, dass du hier vernünftig fährst, dass ich damit kann. Und nicht einfach nur so schnell nebenbei, weil ich wieder glaube ich auch nicht gerne, dass du da. Naja, aber grundsätzlich kannst du das Ding ja wesentlich besser im Laden, ist aber schwierig zu verkaufen. Du kannst es grundsätzlich besser verkaufen über eBay Kleinanzeigen. Ganz einfach. Ja, auch relativ nicht so der Fachmann, ja, da musst du kein Fachmann sein. Das kann jeder Opa, jede Oma machen. Ey, wenn sie ein Smartphone haben. Ja, was sagst du? Ist das so? Wenn die ein Smartphone haben, können die das. Ich denke, das ist ich habe mir aber gleich mal eine Lösung. Ich gucke, wir fahren nach Hause, ich gucke nach dem Foto. Ich denke, wir werden nochmal wieder. Na mach mal, jetzt bin ich gespannt. Jeden Tag das gleiche. Ey, das ist ja wirklich. Ich bin kerngesund. Meine Frau ist kerngesund. Ich bin kerngesund, das bedeutet, es ist der Stress. Und er meinte, na wollen wir sie krank schreiben? Ich so, nee, das geht nicht. Er meinte, ich kann jederzeit kommen. Das ist zu viel.
Sind die Kinder denn betreut? Weil ich hab auch, ich meinte, naja, dann kann es ja nur der Stress sein. Sind die Kinder denn betreut? Ich so, ja, aber dann bin ich auch arbeiten. Das machen sie auch noch. Das war ein anderer Arzt. Ja. Und sie war einkaufen. Ja, ich habe Kürbisse geholt, weil Lumi liebt ja auch Kürbisse zu Kürbis. Sie mir letztens schon. Ja, das ist schwer. Sie mir letztens schon von erzählt, dass sie gerne Kürbisse essen. Und heute hatten sie Kürbisse da. Schwer. Naja, auf jeden Fall kann ich jederzeit dahin gehen, wenn ich denke, jetzt ist mir das zu viel, jetzt kann ich nicht mehr. Was hältst du von dem Typen? Erster Eindruck? Sah blass aus und die Nase. Sah auch blass aus. War schön. Furchtbar. Nach dem tollen Sommer. Moin. Das nach dem tollen Sommer. Moin. Ja. Und vor allem habe ich auch unsere Kleinen, die werden Sprudelwasser machen. Von Sprudelwasser für mich ist ja Apfelsaft. Heißt mal Apfelsaft. Habe ich für ihn seine Lieblingssorte geholt fürs Garten mit. Von Sprudelwasser für mich. Apfelsaft. Und für mich? Sprudelwasser. Ja, ich auch Kaffee. Hab ich mitgebracht. Okay. Das wird lecker. Aber das ist ja der Kaffee, den Papa jetzt mag. Eigentlich. Hast du recht. Ich mach ein Schuh. Skali, auf jetzt. Ja? Mensch, komm. Gründe? Ja. Noch einen. Noch ein. Und noch ein. Okay. Naja, fast gut. Noch ein. Du hast die Aufgabe noch nicht gerechnet. Das war furchtbar. Hast du das gesehen eigentlich in dem Buch hier? Dieses psychologisch gesehen? Das ist nicht geil. Was wurde da geschmuggelt drin? Das Lustige ist, dass du dann liest Beatfans, Hippies, Rockers, Süchtige. Als Überschrift. Ja, das ist mit Absicht so, weil das ist vom Künstler. Ah, okay. Das ist ein Kunstwerk eigentlich, dieses Buch. Ich verstehe, okay. Na ja, dann werde ich das mal künstlerisch verwerten. Ja. Da sind aber Rechte drauf. Ja, ja, immer. Ich hab's auch ganz offiziell ausgestellt. Das hat mich einfach angesagt. Ziel, ey. Crazy. Das ist crazy. Oh, da ist gar nicht drin. No Wild Pigs. The Pasadena ist geil. Auch so eine One-Hit-Wonder-Band. War gar nicht so verkehrt. Dinos Hits Megamix. Ach ja, haben sie gecovert oder was? Jeremy Days. War fast ein bisschen Indie-Band mit Jeremy Days. War eine deutsche Band, ne? Jetzt wird es ja mal ein bisschen interessanter. Gibt es da den Cover? Oh, Nick Kamen. Alter, das ist ja der richtige Schnolz. Loving You is sweeter than ever. Wahrscheinlich, also. Ich tippe mal, im nächsten Titel ist irgendwas mit. Nee, Stay Baby After Tonight. Und dann Loving You is sweeter than ever. Instrumental. Oh, Nick Kamen, ey. Was war der Hit nochmal? Das kannst du was. Das hier ist für Nadim. Wollen wir Ram nachmachen? Wer war hier? ABC. Ah ja, ABC. Die auch eine spätere. Und dann, okay, dann muss ich... Wo ist Nick Cayman? Auf den Cayman-Inseln? Sag mal, und wird das gestattet oder wird das gebilligt oder geduldet? Das wird sogar gefragt. Ist nicht also so. Also ist sogar gefragt, ja. Das naja, ist von das Lustige daran, dass hier in Neukölln, dass die dazu eine Initiative aufgerufen haben. Also auch von ja, Regierungsseite? Ja, von Bezirksseite, Senatsseite, genau. Wie man...
immer noch möchte. Das ist sehr stark. Schimmelvideo. Kaufgeber oder was? Schimmelvideo. Auch akzeptiert. Da tritt ja auch keiner rein oder reißt das Zeug raus. Du kannst einmal. Obwohl ja, das Ding ist natürlich, dass die Hunde kommen nicht mehr ran, wa? Die pissen dann auf der und kacken auf dem Hunde. Das siehst du bei uns. Die kacken und pissen jetzt die Hausecke voll bei uns. Das ist natürlich, und da drehen sie auch am Rad. Die Yogalehrerin gestern meinte schon, ich mach da Stacheldraht hin. Also, was willst du machen? Also, das ist eine Anzeige um Sachbeschädigung und Körperverletzung. Weil der Hund geht ran, reißt sich die Fresse auf und die Olle will den Draht wieder ab und verletzt sich auch. Ja, den kannst du natürlich nicht bringen. Also auch nicht überall für Kinder überhaupt. Du kannst im Stadtbild keinen Stacheldraht. Stacheldraht ist eh verboten, generell. Also du darfst gar keinen Stacheldraht mehr an einem Zaun anbringen. Die guten alten Zeiten. Wieso? NATO-Draht ist erlaubt. Ja, genau. Nee, du kannst ja auch einen Glasstamm einbetonieren. Weißt du, das ist wie früher. Genau. So, was mit Nachhaltigkeit? Was ist denn hier? Wo ist denn das Problem, sagst du so? Ja. Müsst ihr auf eure Kinder aufpassen, Mann. Eine Halsschlagader liest schon immer durch. Naja. Okay. So, Wolle, mein, bei Penny hätten sie Schrauben. Hast du Schrauben? Was für welche? Egal. So, ab so lang bis so lang. So lange habe ich nicht. Also lang schon, aber nicht lang. Hängig. Ja, so lang? So lange habe ich. Wo denn? Zu Hause. Ja, gehen Sie gut. Wo ist denn zu Hause? Das ist weit jetzt. Thomas will mir nichts verkaufen. Verzeiht mich für sein Einnehmen. Wann brauchst du die heute? Jetzt Mann, ich habe gestern schon welche gegeben. Ja, geschenkt. Jetzt, ja. Will ich mich ehrlich machen. Nee, das macht. Und dir welche abkaufen. Ich meine, ja, warte mal, Winkel, Schrauben ohne Schrauben kommen jetzt nicht. Ich gucke nachher nach. Wenn ich welche habe, dann werde ich sie hier hinterlassen. Okay. Ja. Ist das für das Projekt hier oder was? Es ist fürs nächste Spremberger will ich den Baum jetzt machen und dafür will ich erstmal Kies wegbringen. Bevor die anfangen. Okay, dann mache ich vielleicht mal einen Streifzug über den. Ja, ich hinterlege die bei Tommy. Super, danke. Alles für dich. Super. Sechs Schrauben so? Ja, wie lange? Was ist denn, Alter, wenn du den Wagen brauchst, wie gesagt, musst du den selber ausladen. Ja, nein, das ist selbstverständlich. Ist der angeschlossen? Ja, natürlich ist er angeschlossen. Okay. Ich gehe erstmal zum Späti. Ich glaube, brauchst du noch was? Ich gehe noch zum Bäcker. Aber es ist Frühstück. Das ist zweites Frühstück. Ist mich gut. Ja. Wird belöffelt jetzt die Zeit, reicht. Die Karten waren auch dabei? Was ist mit den Platten? Das ist mir zu diffizil, weil wenn ich jetzt mit dir will ich gerne. Das ist ja zu schwierig. Vorkaufsrecht. Und was ist das hier? Ich habe noch nicht reingeguckt. Ach so. Ich bin gerade. Du bist ja noch gar nicht so weit. Nein, ich bin noch gar nicht so weit. Auch zu verschenken? Nein, jetzt nicht zu verschenken, Herrgott. Kriegt die Krise. Achso, Entschuldigung, hast du da gerade meinen Kaffeebecher? Ja. Hast du den da vergessen, ja? Ja, ich habe ihn einfach hingestellt, ja. Okay. Aber der stand da zu verschenken, das war weg. Ach so, scheiße, ja, schon. Alles klar, wie Alex, stellst du dein Zeug da hin? Voll dein Hausrad da hin, ey. So, na gut. Alter, ey, ist das schlimm hier. Jetzt fragen die mich alle, weil ich da draußen mein. Mein Zeug bin ich stellt, also zu verschenken? Ah, ich verschenke, klar, logisch. Schenke jetzt alles. Was willst du für die Playstation? Gib mir 15. Die nehme ich. Tut mir leid, liebe Leute, jetzt kommt die erste Reparatur von heute.
Speichenlose. Da, ist eh noch raus. Zwei Speichen sind raus. Mann, 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 warum denn bitte, ey? Jo, kannst du da mal ab? Jetzt geht's weiter. Muss ich noch eine Minischeibe hier vorsetzen, als Distanzscheibe. So, nun? So, wollte ich dich was fragen. Was denn? Hier, die Schaltung an dem Rad. Hä? Die Schaltung an dem Rad. Muss man es angucken. Schaltung gucken, mitkommen. Hundekote! Ja. Hundekote! Hast du schon? Peter Lustigkote. Ach, hallo, guten Tag. Mein Name ist Peter Lustig. Peter Durstig ist er eher. Ja, die Schaltung an dem Rad. Ja, genau. Wieder. Ja? Da sollten vielleicht drei Gänge sein, zwei gehen, und das springt immer raus. Ja, der Zug ist rostig. Deswegen fliegt er doch nicht raus. Bei der Erschütterung fliegt er raus. Ist doch alles rostig da drin. Der funktioniert auch so weit. Aber das ist ja kein dritter Gang. War das so weit? Ja, er sitzt in seinem Auto, der Raster, und zieht sich so ein Ding rein. Sieht denn da, wie er sich da, wie er sich so warm macht, dann baut er sich dann hinter raus. Ist okay. Ja, meinst du, das reicht jetzt so? Na, probier das. Lass es probieren. Was kostet denn der, wenn du das machst? Ich mach die ja nicht. Ach so. Nee. Vielleicht liegt es sogar am Schalter. Ach nee. Oh Mann, was man auf mir. Ja, nee, Radlust macht das. Liebend gerne. Wer? Radlust macht das. Okay, Auftrag 1, Isla Bikes. Tretkurve wechseln, weil. Was ist er denn? Ach doch. Weil bei der Tretkurbel, die da dran ist, fehlt dieser Kettenschutz, dieser Plastikschutz. Dadurch springt die Kette immer ab. Ja. Deswegen wechsle ich den jetzt aus gegen ein Ersatzteil, was Isla Bike sich geschickt hat. Nicht große Kleinigkeit. Wir schrauben ab.
Teil bitte noch einmal runterfallen. Noch einmal bitte. Noch einmal. Bitte noch einmal. Oder kannst du ja auch runterbringen. Dann. So. Bremszug, Hinterrad, funktioniert nicht. Ist eingerostet, definitiv hier. Da passiert nichts mehr. Den trennen wir mal. Für alle Leute, die das so mögen, wenn ich mit dem Bolzenschneider. Oh Mann, was ist denn los mit dem Seitenschneider hier ran hier? So bitte einmal hier. Zack. Dann mal da. Und jetzt einmal. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Der kann ja nicht funktionieren, wie das aussieht. Herrlich. Du machst mich nervös. Viele geben dann noch auf. Manche kommen auch runter. Hallo. Hi, ich habe eine Frage über diese süße Lampe, was da steht. Ja. Ist das so ein Verkaufen oder Geschenk? Die ist zum Verkaufen. Okay. Ach so, dann völlig gänzlich uninteressant. Ist ja unglaublich. Gerade war es auch noch süß. Ey, muss mit rein. Also ich will, die kostet 150 Euro. Überall anders. Ich will 120. Aber zu Hause will ich die nicht haben. Ich will sie nicht zu Hause. Wird dann nicht. Dann kommt sie hier wieder runter. Nicht mal für geschenkt. Ist nicht dein Ernst. Ja, die hättest du gerade so geschenkt genommen. Also das ist ja unglaublich. Ey, stehen Sachen vom Laden? Kannst du versenken? Ich war am Preis gebracht. Ich hoffe, nee. Ist nicht zu verschenken? Nö, na dann. Ich hoffe, das ist offen. Nee, wäre zu viel. Das wäre alles zu viel. Ein Chaos hier. Allerdings hätte der Löwe gerne. Was ist hier mit den Schaumstoffzeugs? Oh, noch mehr Chaos. Oh Mann. Wann hast du denn mal Zeit? Eine halbe Stunde. Na sag mal, ey. Was soll ich denn wissen? Nach 21 Uhr. Nach 21 Uhr habe ich meist Zeit. Eine halbe Stunde. Und dann geht's wieder weiter. So, der Korb ist auch fest, Licht ist gemacht. Das sind super wenige Aufträge. Das ist ja der Wahnsinn. Super fest. Bei diesem wunderschönen Rad
ist die Achse gebrochen. Na, da ist nichts mehr. Tada! Achse durch. Der kommt dann da drin. Dann brauchen wir einen Schraubstock. Und da kommt das dann drin. Eieiei. Schredder. Mal ein neues Hinterrad. Kranz schraube ich gerade drauf, wie ihr seht. Der tritt sich noch fest. Das tritt sich fest. Felgenwand ist ein bisschen schmal. Die Felge ist hier ein bisschen breiter. So, jetzt den Reifen. Gut, das war's. Hinterrad ist getauscht. Ich habe heute Sachen rausgestellt vor die Tür. Zum Verkaufen. Und ist schon wieder was geklaut. Ich krieg die Krise hier. Mann, was ist denn los mit den Leuten? Erstens kommen die alle runter und fragen, ja, die Sachen draußen, sind die zu verschenken? Ich sage, nein, das ist ein Ladengeschäft. Hier könnt ihr Sachen kaufen. Also bitte. Das nicht, ach so, na denn, und gehen weiter. Fragen ja nicht mal nach dem Preis, die interessieren sich für irgendwas, aber würden es nur geschenkt nehmen. Was ist denn los mit den Leuten? Ich habe einen Laden, da steht dran, der Altladen. Und ich habe meine Sachen, meinen Trödel draußen, so ein paar Sachen. So, heute hatte ich zwei kleine Regale und einen Klavierstuhl draußen. Hübsch arrangiert und mit einer Lampe noch oben drauf. Die Lampe, da habe ich 120 Euro für haben. Ey, Alter, da kommen die Leute runter und wollen die geschenkt haben. Ey, wie kommt ihr denn da drauf? Im Laden nebenan kostet die, was weiß ich, ab 180. Die wollen sie bei mir geschenkt haben. Ich sage, nee, die kostet Geld, die kostet was. Oh, na denn, tschüss. Raus. Nicht mal nach dem Preis gefragt. Ja, und dann hat sich jemand entschlossen, mir den Klavierhocker zu klauen. Den Klavierstuhl, die Klavierbank zum Hochdrehen, so eine. Mit schwarz Klavierlack. Also, ich weiß nicht, was ist los mit den Leuten, ey. Wie kann denn sowas sein? Ey, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass ich nicht mal runterkomme? Ich laufe einfach los mit irgendeinem Ding in der Hand, lauf los und stelle mir das in eine Bude. Wie kann das denn so sein? Klau das vom Laden weg. Also das ist... Kann mir keiner erzählen, dass das... nicht gewusst oder so ist, sondern ey, ich guck auch die Aufnahmen an hier, das Fenster war ja offen und ich hoffe, die Kamera steht hier und der läuft da vorbei, gerade mit dem Ding in der Hand, und dann werde ich den sehen, ranzoomen und dann werde ich sehen, wer das ist und dann, Alter, katsch ich den nächsten Mal, Alter, oh, ich hab so einen Hass, weil ich die auch nie erwische, die Leute. Das ist mein Selbstverständnis vom Laden. Das ist gut,
Geh doch nicht zu so einem Laden hin. Guck, was da vor dem Laden, was der so präsentiert für mich so zum Verschenken. Mann, und gerade bei mir, ey. Ich hab nun echt nicht so viele, ey. Dass ich mir halt immer leisten kann, irgendwas für die Welt. Für die Welt, ey. Naja, ich will nicht meckern. Ja, das ist meine eigene Schuld. Ich hätte es irgendwie vielleicht anschließen müssen. Oder was? Ich hab keine Ahnung wie, aber offensichtlich muss man das ja. Ansonsten kommen sie noch mit einer Sackkarre und räumen dir Schränke weg, wenn du welche herausstellst. Kriegt der Herrn stark die Krise gerade. Ey, kotz ab. Oh, ich ärgere mich gerade. Ganz toll. Gut, immer weiter. Ja. Immer weitermachen. Ist ja schön. Kleine Pistklavierbank, ey. Möge er damit total zusammenbrechen mit dem Ding, ey. Nur leider ist die Scheiß stabil. Oh. Verflucht! Sei er. Verflucht! Verflucht! Ich habe hier einen Check, wo ich über das ganze Rad eigentlich aufbauen muss. Ist doch unnötig. Das ist doch auch Dreck. Hör ich doch okay. Nee. Nee, Bremse ist für den Arsch. Ich habe gerade keine Lust mehr, irgendwie. Ist halt so bei mir. So bin ich. Dann ist auch die Luft raus, dann bin ich erstmal ein bisschen deprimiert für eine Weile. Ja, manchmal, manche Sachen finde ich halt gut, dann findet man halt gut, und manche Sachen findet man einfach nur scheiße. Und das finde ich einfach nur scheiße. Gerade. Ärgert mich total. Ich würde niemals auf die Idee kommen, an so einem Laden irgendwas einfach, nehme ich einfach mit. Stecke ich auf, nehme ich mit. Wenn die hier vorbeilaufen sehe nochmal und Alex mir sagt, das sind sie, dann quatsch ich die voll, dann bringen sie mir das Ding oder geben mir einen 100er. Oder was? So, ich schraube jetzt mal die Bremse erstmal fest hier. Ich weiß auch nicht, haben wir ja nicht über den Preis geredet hier bei dem Fahrrad. Ich werde das jetzt einfach reparieren, ne? Irgendwie. Sieht die auch noch. Ey Mann, warum sehe ich die denn nicht? Warum sehe ich die nicht, weil ich zu tun habe? Weil ich arbeite, genau, ich arbeite. Ich ziehe nicht durch die Straßen und klaue Zeug oder so. Mann, die geben mir auf den Sack. Ey, wisst ihr, was das Schärfste ist? Alex hat den noch gesehen. Oh nein, wirklich? Die sind an Alex vorbeigelaufen mit dem Ding auf dem Bollerwagen drauf. So eine französischen Hipster. Sagt er, er wollte die schon anquatschen, ob sie den gekauft haben bei mir. Der hat sich so gedacht, ach naja, wird er den verkauft haben. Und wo sind die lang? In die Richtung runter, Zickenplatz. Mhm. Ich kotze richtig ab, ey. Man sieht die noch und quatscht die an. Das ist das zweite Mal im Leben, dass mir sowas passiert. Dass mir einer erzählt, ja, hab ich doch gesehen. Und dann an mir vorbeigelaufen. Warum hast du nicht gesagt? Was hast du nicht gemacht? Kannst du das halten hier? Gut, dass sie da ist, die Frau. Klavierhocker. Die Frau hilft, das muss im Bilde festgehalten werden. Halt fest. Genau, so ein bisschen gegendrücken. Aber es schmeckt immer so unglaublich. Nicht mitgehen. Super. Doch, bist du. Ja, das ist deine Kraft, ne? So, jetzt so halten, okay? Ja. Hältst du? Ja, ich halte. Hältst du? Ja. Okay, pass auf.
macht sie aus. Geht nicht? Geht nicht. Wie geht nicht? Geht nicht raus? Doch, doch. Genau. Hat's geklappt? Was? Was du da machen wolltest? Ja, ich hab gekontert, hast du nicht gemerkt? Ich geh. Ich will mal raus. Was hast du bewegt? Hallo? Bleibst hier. Lass mich gehen. Ich hab zu tun. Es ist schon spät. Ja, scheiße, ey. Mein Klavier auch da. War die Lampe im Kellerdienst nicht dabei? Ja. Mann, der ist doch noch sauber gemacht heute Morgen. Ach Mensch, haben mich ja frust die Regale, die ich noch nicht genommen habe. Ja, auch schon gefragt. Du wolltest denken, ja, mit der Lampe. Ja, ja, ja. Ich bin da ja auf. Scheiße. Ich hab Bock mehr. Du, letzte Kunde. Neue Birne. Da bin ich nicht. Mal gucken, ob das wirklich die Birne ist. Leuchtet. Wunderbar. 1 Euro. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen, immer noch wegen diesem alten Hocker. Eigentlich ist es. Eigentlich muss man so pop, pop, ja, nächste. Ja, immer positiv denken. Ja, man fragt sich dabei eigentlich immer, ob die Leute nicht umsichtig genug sind. Und ja, sie sind halt nicht umsichtig genug. Sonst würden sie darauf achten und würden halt schon bemerken, dass das ein Geschäft ist. Also, ich meine, weiß man, die wollten es einfach mitnehmen. Das war einfach so. Die haben mir gesagt, ach scheiße, nee, fragen wir mal nicht. Nehmen wir einfach mit, kriegt ihr schon nicht mit. Aber eigentlich ist man ja selber dran schuld, wenn man stellt es ja irgendwie dahin. Dann wäre man aber immer selber dran schuld an allem, was man macht, weil alles, was man macht, macht man ja selbst. Und dann daraus resultierende Sachen sind eben Eigenverschulden in gewisser Weise. Also es ist ja auch eine schwierige Sache. Jetzt schließe ich erstmal draußen die Räder an, bevor die auch noch geklaut werden alle. Mache Feierabend und schließe mit dieser Woche tatsächlich. Wahrscheinlich schon. Wenn nicht aufregend mehr passiert, sehen wir uns am Montag wieder. Und ich hoffe, euch hat die Woche gefallen. Und freue mich darauf, euch am Montag wieder begrüßen zu können. Ach, schön. Mann, das mag ich ja. Diese alten Dinger, toll. Gebäck, lecker. Erholen Fisch, Milch. Da. Geil. Meins. Der Wolf ist witzig. Wolf. Uhr. So, schönen Feierabend. Wir sehen uns am Montag wieder in live oder so. Was sind ja noch mehr? 4 dazu, 5 weg. 30. Das ist 32. 32, 28 Karten. 28 Karten. Alles gut. Bis Montag. Ciao. Gute Nacht.